So, dieses Logo steht normalerweise für einen großen Wagen, ja. Und hier haben wir einen Kastenwagen von MAN. Also, ganz neu ein Allradfahrzeug. Die Szene wird immer größer. Wir sind jetzt hier bei der Firma Cargo Clips und das ist der Herr Ilk. Hallo. Und der Herr Ilk wird uns jetzt mal dieses ganz neue System vorstellen, damit wir das auch mal zeigen, was für Alternativen das es zu normalen Wohnmobilen gibt. Ja? Genau. Die Grundidee war, erstmal ein neues Ladungssicherungssystem zu entwickeln, das flexibel ist, das die Möglichkeit gibt, dort Ladungssicherung im Fahrzeug zu machen, wo ich es auch brauche. Da haben wir diese Holzwand entwickelt aus Buchenholz, die es mir macht, durch die Vielzahl der Öffnungen überall unser Zubehör anzuwenden. Grundprinzip ist immer ein Drehstein, der sich hinter die Holzwand verdreht, dadurch klemmt und ich die feste Verbindung bekomme zwischen Wand, Fahrzeug und dem Clip und dann der Montage. Also ich gehe rein, alles Werkzeug los, drehe das fest. Aha, ich kann jetzt hier mit 150 Kilo belasten, alles TÜV-zertifiziert und kann hier über das Gewinde Dinge anschrauben wie Möbel, Werkstatteinrichtung oder eigene Kreativität. Also praktisch Mehrfachnutzung für ein Fahrzeug. Genau, die Basis ist die Mehrfachnutzung von einem Fahrzeug. Und nachdem wir dieses entwickelt haben, haben wir gesagt, das können wir auch Wohnmobilmodule werkzeuglos ein- und ausbauen. Und haben dadurch die Möglichkeit, das Fahrzeug individuell auch zusammenzustellen, dass man auch nur das mitnimmt, was man wirklich braucht. Oder dem Zweck gebunden. Wenn ich jetzt nur ein Wochenende wegfahre oder eine längere Zeit, ist ja unterschiedlich, was man alles braucht. Haben Sie so Module auch hier zum Vorzeigen? Ja, wir haben zwei Fahrzeuge hier. Ein Koffer auch zum Rausnehmen, das ist bei uns ganz spartanisch gehalten. Aha. Das Koffer, hier habe ich die Spüle mit dem Frischwassertank oben drin. Wie viele Liter gehen da rein? Da gehen 18 Liter rein und habe dann im Gegenzug hier unten dann den Grauwassertank für die Entsorgung von dem Wasser. Dann habe ich Hängeschränke, die ich auch einfach hier löse, die Klappen wegziehe und dann ist der Schrank frei. Aha. Also einfache Montage und Demontage, aber immer zu zweit. Einer hebt und der andere... Das ist allein wegen dem Gewicht wahrscheinlich. Nee, das Gewicht ist nicht das Problem, einfach ich bräuchte eine dritte Hand. Ja, okay. Aber das Gewicht, der ganze Ausbau hat unter 300 Kilo. Aha. Weil wir hier Alu-Profile verarbeiten. Ja. Und das Holz hat nur 10 mm und die Löcher wiegen nichts. Okay. Das ist der große Vorteil. Und hier können wir in der Länge atmen. Aha. Wenn man sagt, ich will jetzt den Schrank ein bisschen länger, wird das individuell angepasst. Dann haben wir hier das Bed and Breakfast Modul. Hier habe ich praktisch zwei Sitze und Tische, die ich komplett unter dem Bett verschwinden lassen kann. Als Tisch ist der Sitz ausgeklappt und ich kann ihn praktisch komplett unterm Bett mit wenigen Handgriffen verschwinden lassen, so wie den Tisch auch. Und habe hier dann alles frei für Fahrrad, Motorrad, Gepäck, Grill, alles was ich mitnehmen will oder meine Palette. Und kann das Bett dann umklappen ausziehen bis 1,40 x 1,90. Also durchaus eine interessante Alternative zu einem Wohnmobil für Mehrfachnutzung. Genau. Man kann sie anschreiben und dann bekommt man Prospektmaterial zugeschickt. Prospektmaterial, Angebot, also alles. Alles. Eine Frage noch, ich habe gesehen, Sie machen das Ganze auf MAN-Fahrzeuge. Und wir bieten MAN und den kurzen neuen Sprinter als Komplettfahrzeuge an, zum attraktiven Komplettpreis, also Fahrzeug inklusive Einbau. Bei dem MAN ist der Clou, das mit dem Aufstelldach, nur zusätzlich. Was kostet jetzt so ein Fahrzeug, wie wir es jetzt hier mit diesen Zusatzmotoren stehen haben? Also inklusive Fahrzeug, also ich muss sagen, das ist ein MAN Allrad mit Aufstelldach und der kompletten Ausstattungsliste. Ja. Und hier der komplette Ausbau im amerikanischen Nussbaum furniert. Zusätzlich dann mit Toilette und Dusche sind wir 79 brutto. 79 brutto. Und Toilette und Dusche ist ja hier nicht drin. Haben Sie das hier, das Vorzeigen? Nee, das ist der nächste Entwicklungsschritt. Aha. Das kommt dann auf der Free in München. Ah, okay. Wird es präsentiert.
Das heißt, wenn wir uns in Düsseldorf nochmal sehen, dann kann man das auch anschauen. In Düsseldorf auch, sind wir auch, ja. Okay, dann kommen wir da in Düsseldorf nochmal auf Sie zurück. Und bei dem Sprinter, der hat nur, ist nur 5,20 lang von der Länge und den bieten wir jetzt für 49.000 brutto. Aha, ja, okay. Ausbau ist ein absolut super Preis, weil ich habe auch Solar auf dem Dach, Markise, Standheizung, ja. Vollisolierung, also das ganze Paket inklusive Fahrzeug. Für 49 und er ist halt nur 5,20 lang, kommen jede Parklücke. Ja, kann man wie ein BKW benutzen. Genau, ja. Kann unten im Eiffelturm parken und übernachten, interessiert niemand. Ja. Also, das schauen wir uns jetzt noch genau an. Vielen Dank erstmal, Herr Ilk, für das Gespräch. Schön. Danke. Und wir stellen das gerne vor, das Fahrzeug. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also, der hier. Also, hier haben wir die Klappen. Und? Schlafmöglichkeit muss man hier haben wir das Bett, was man rausklappen kann. Also eine Alternative, Rossi, oder? Ja,